Es war ein knappes Rennen. Der René hat richtig Gas gegeben und ist mir in den Fersen gehangen. Ich musste auf jeden Fall schnell machen, konnte mir keine Zeit lassen. Aber René holt auf und das ist jetzt ein spannendes Rennen. Es hat mega Spaß gemacht und ich bin froh, dass es gereicht hat. Wie leicht, wie locker, wie eine Feder. Und das heißt für ihn Runde 2. Ja, jetzt geht's gegen Bastian. Ich glaube, der ist auch fit und schnell unterwegs. Und deswegen jetzt wieder alles geben und hoffentlich wieder zum Buzzer. Richard Pech ist sehr neugierig auf dieses Duell, weil er ist schon am Power Tower. Und einer der beiden hier wird gegen ihn antreten. Einmal Bastian Haug hier im Vordergrund oder Kim Marschner. Wer ist der Letzte, der heute an den Power Tower geht? Das ist die Frage und ich sag, ab geht's. Favorisiert der Mann mit den orangefarbenen Turnschuhen da im Hintergrund, Kim Marschner. Aber was hat das wirklich zu bedeuten? Beide machen das super hier bei der Ringjagd. Ja, von oben gut zu sehen. Hier kommt aber tatsächlich Bastian ja, bleib besser ruhig. Raus. Bleib wobei, ganz ruhig. Nee, und bleib da haben wir schon ruhig. Den Moment, in dem Kim überholt. So, das Windspiel. Kim geht ganz oben rein, das ist richtig, denn sobald man rutscht, wird's kritisch. Aber auch Bastian. Mhm. Ja, gleich auf. Jetzt sehr wieder vorne. Also sehr das gut ist der Anpressdruck bei beiden mit den Schuhen. Und wir sehen hier das, was wir vorhin gehört haben. Das ist so anstrengend. Und wir haben Führungswechsel. Wir haben Führungswechsel hier in diesem Duell. Gibt das eine Riesenüberraschung? Noch ist es nicht so weit. Nee, und Kim kommt jetzt in sein Element. Jo, Klacker. Zack, zack, zack. Kim wieder vorn. Ja. Und Bastian hat da Probleme, sind die Körner weg? Ja, die Körner sind Wahnsinn. Weg und Kim geht an den Power Tower gegen Richard Pech. Das Hindernis macht er noch zu Ende, der will nicht nass werden. Ja. Aber das war bis dahin ein spannendes, super knappes Duell. Rennen. Super Duell. Das macht Spaß. Aber weißt du, es ist ganz interessant zu beobachten, wie Kim das angeht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwie wuschig geworden ist, nervös geworden ist, weil er zwischendurch mal hinten dran war. Das hat ihn natürlich auch alles angestrengt, aber der Glaube an die eigene Stärke, der Glaube in jedem Hindernis da noch wieder was korrigieren zu können und das Wissen um die Stärke an einem Hindernis wie dem Klacker, weil er eben ein super Kletterer ist. Ja. Aber die Gegenwehr von Bastian richtig gut, richtig stark. Muss man sagen. Junge. Er sagt, er hat Spaß gemacht. Die Körner sind's, hat er auch realisiert. Und was ein geiles Duell gleich am Power Tower. Der aufgedrehte Schweizer gegen Kim. Zwei kleine, richtig energiegeladene Superathleten. Wenn die den Power Tower hochgehen, das wird ein Mega-Duell.